Leute, was geht? Da bin ich jetzt wieder am Start. Ich habe mir gerade, wie ihr seht, wieder mal eine neue Welt erstellt. Dazu eine ganz kurze Info. In der Welt, wo ich die ganze Zeit vorher schon gezockt habe, wo ich die ganzen Bäume und so weiter angesetzt habe, habe ich wieder mal gelöscht. Aus dem einfachen Grund, weil ich neue Gebäude hatte und auf den Plätzen, wo ich die letzten Gebäude hatte, konnte ich diese nicht mehr aufstellen. Komischerweise, warum auch immer. Ja, deswegen lade ich mir jetzt gerade eine neue Welt. Das ist die zweite Felsbrunnen-Map. Ich habe mir vor längerer Zeit mal wieder eine neue erstellt. Und das ist jetzt wieder eine neue, weil ich mir gerade eben wieder neue Mods runtergeladen habe. Und das zeige ich euch jetzt erstmal. Aber ich muss jetzt hier erstmal kurz ein bisschen was einstellen. So. Erstmal kurz ein bisschen was einstellen hier. Und zwar machen wir nämlich die Zeit auf normal. Schwierigkeitsgrad Wirtschaft. Verkehr lassen wir an. Schmutz normal. Motor starten automatisch aus. Unkraut machen wir auch aus. Das machen wir alle 10 Minuten. Kalk notwendig aus. Pflügen notwendig aus. Fruchtartzerstörung machen wir aus. Pflanzensterben aus. Pflanzenwachstum schnell. Aus, 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 aus. Spritverbrauch normal. Stop-and-Go-Bremse, ja. Verkehr, genau. Und da schreiben wir einfach wieder meinen berühmten Farmernamen hin. Jo. Ja, genau. Farmer Steve, genau. Zack. Und dann hier noch ein bisschen was. Lautstärke gesamt, das lassen wir so. In den Zug wechseln aus, das brauche ich ja nicht. Lenkgeschwindigkeit normal. Kamerageschwindigkeit, vereinfachte Kransteuerung, Y-Achse, dynamische Fahrzeugkamera, zurücksetzen, lassen wir auch mal so. Radiobereich, nur Fahrzeug, ich weiß nicht. Ja, machen wir mal immer, ist cool. Radio, ja, nee, machen wir aus. Feldinfo, lassen wir an, Indikationsmarkierung an, Flächeneinheit, Maßeinheit, Kilometer, Geldeinheit, genau, Pfund, Dollar. Ah, cool. Modus für Farbenblinde brauche ich nicht. Okay, passt. Gut. Aber ich sagen, können wir mal reinstarten. Und zwar fange ich jetzt direkt mal an zu verkaufen. Ich verkaufe jetzt mal einfach alles. Das Silo verkaufe ich nicht. Aber die Hofscheune verkaufe ich. Den Hofunterstand. So, das war's. Jetzt kann man mal gucken, was wir hier Neues haben. Und zwar habe ich mir nur wieder neue Hallen runtergeladen. Ihr wisst, ich stehe auf Hallen, wie sonst was. Gerade noch Hallen, die Tore haben. Genau, dann ist das einmal eine neue. Die für 80.000. Die stellen wir gerade mal kurz. Ja, dahin. Erstmal angucken. Wie gesagt, ich habe die vor 5 Minuten neu runtergeladen. Jetzt erstmal die Hallen angucken. Naja, könnte ein bisschen besseren Sound haben. Wie nur dieses Quietschen. Tor öffnen. Licht an. Okay, Licht ist in Ordnung. Was ist hier? Tor öffnen. Tor schließen. Ja, okay, das war die eine Halle. Die ist jetzt eher unspektakulärer. Aber ich habe mir noch eine größere geladen. Ich hoffe mal, ja, genau die hier. 200.000, willst du mich verarschen? Oha. Alter, ist die teuer. Oh mein Gott. OMG, Alter. Die ist big. Okay, ich glaube, dafür verkaufen wir erstmal die Halle. Und jetzt stellen wir die mit auf. OMG ist die big. Alter, ich bugge in dem Ding. Ah, jetzt. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigung, aber ich muss es mal sagen. Hä? Kann ich das Tor nicht öffnen? Ah. Wird es derselbe Sound wie immer. Dann das hier kann man ja auch so öffnen. So.
Okay. Eingang öffnen. Ach, lol. Licht an. Aha. Okay, also, ah. Ach so, das ist quasi eine Wer. Ui. Cooles Bild. Das ist quasi eine. Ich sehe es jetzt mal als Werkstatt. Wo. Ja, genau. Alter, kannst du hier Tore aufmachen und zu, ey. Alter Schwede, das wird meine neue Halle. Die ist geil. My favorite Hall of all. Ach ja, das ist ja geil. Dann hast du hier direkt die Werkstatt. Dann kannst du hier quasi verkaufen und alles drum und dran. Also da. Ah. Auch keine dumme Idee. Ja, der, der die Mod erstellt hat, großes Lob. Die ist geil. Cool wäre natürlich, wenn du hier, wenn die zwei Teile verbunden wären und das Ganze dann zwei Tore wären. Ja, das ist wieder Lichtschalter. Oh. Ja, recht helles Licht, wie immer. Meistens. Noch zu. Oh, vom Runtergehen sieht es ganz gut aus. Wie gesagt, was mir immer noch persönlich fehlt, ist der Motor, der das Tor hochzieht und die Stahlseile. Wo die Tore dann an sich ziehen, sage ich jetzt mal. Ach so, das ist noch mal so eine einzelne. Und da ist dann die Werkstatt. Okay. Und da hat man dann halt direkt den Blick, sage ich jetzt mal, aufs Feld. Weil ich würde sagen, ich verkaufe. Nee. Das Feld. Ja, nee. Ich bleibe ja nicht auf der Map. Ich verkaufe. Ich mache mir ja wieder eine neue Map. Ich wollte jetzt halt nur mal sehen, wie die Teile hier aussehen, die Hallen. Gut, ich schau mal zu den anderen. Ich habe mir noch ein paar geladen. Ich weiß nicht, wie viele, dass ich mir jetzt noch runtergeladen habe. Also das ist eine davon. Dann ist die da. MF-Fahrzeughalle. MF-Fahrzeughalle. Fahrzeughalle. Fahrzeughalle. Also das Ganze ist ein Pack. Ein Pack. Ist das gesamt. Also das ist schon viel, wa? Zu der hat es ein Update gegeben. Und die hier, die sieht auch ganz schön groß aus. Gucken wir es uns mal an. Ich kaufe mir ein Fahrzeug. Ich kaufe mir ein Auto oder so. Einen neuen Traktor habe ich mir auch geladen als Mod. Meine Schlüter, ja, meine Schüttler. Ich meine, meine Klaas-Traktoren, die waren da schon die ganze Zeit dabei. Ich habe mir nämlich noch den 800er Vario geladen von Fendt. Aber ich weiß nicht, war der jetzt in Kompakttraktoren? Glaube ich jetzt aber fast nicht. Dass der bei den Kompaktteilen ist. C-Tor, oh, neuer Schlepper. Den habe ich jetzt auch schon etwas länger drin. Oh ja. Dann gucken wir mal bei den Großtraktoren. Ich glaube, hä? Irgendwo muss der ja dabei sein. Genau, da ist er. Da ist er. Den habe ich mir auch als Mod neu geladen. Und der da? Der Tausender Series? Also, okay. Ja gut, ich würde sagen, ich hole mir mal meinen Big Bad. Den vermisse ich. Oh yeah. Schön mit Breitreifen und einmal schnell mieten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nee, die Hupe passt wieder gar nicht. Die Hupe passt gar nicht dazu. Passt überhaupt nicht. Voll beschissen. Aber der Rest an der Mod ist eigentlich ganz cool, nur wenn man die Hupe noch so, ich sag jetzt mal, größer machen könnte, so, dass es sagt, der hat Kraft. Also sollte. Das wäre cool. Statt so. Das ist etwas. Ich sag jetzt mal bescheuert. So, da steht die neue Halle. Jetzt gucken wir uns erstmal die an, weil die sehen irgendwie auch ganz interessant aus. Wieso pixel ich immer in. Oh Gott. Ich bin das so gewöhnt von Grand Theft Auto gerade. Naja, gut.
Rolltor öffnen. Ach so. Das sind Rolltore, okay. Gecheckt. Ah, ach so, da ist eine miteinander mit zwei Toren verbunden. Hä? Okay. Oder nein, das ist eine einzelne. Die sieht mir noch eine einzelne aus, genau. Das ist eine einzelne und das sind wieder zwei zusammen. Genau, das sind wieder zwei zusammen. Ja gut, die sieht auch nicht schlecht aus. Aber naja, gut. Es gibt besseres, sage ich mal so. Also bis jetzt ist die hier mein größter Favorit. Bis jetzt. Ich habe noch ein paar andere. Ihr habt ja gerade eben gesehen, was für ein Pack ich mir noch geholt habe. Und diese, die Halle, die kennt jeder aus meinen vorherigeren Videos vom LS19. Da habe ich mir nämlich in der alten Felsbrunnen-Map diese geholt. Die hatte ich gerade eben schon da. Das Heulager, das kennt auch mittlerweile jeder. Ja, genau. Und dann ist hier halt noch das Pack. Hier klassische Scheune gibt es noch. Die Hallen für Ernte und Maschinen. Ernte. Dann die Hallen für Ernte und Maschinen. Die da, die ist ein bisschen beschissen. Da passt nämlich der Mähdrescher nicht rein. Aber sonst ist die gar nicht schlecht. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wenn ich jetzt nichts weiteres finde an Mods, weil ich habe mir ein paar Sachen habe ich mir noch gedownloadet. Vielleicht ist es da noch dabei. Nein, da sieht jetzt nicht so aus. Ach, genau. Hä? Ist er auch nicht dabei? Ach, hier. Genau. Da ist er. Den habe ich mir noch gedownloadet. Weil ich mir dann diese Säge hier holen kann. Wenn ich sie finde. Forstmaschinen. Kurz unter Forstmaschinen gucken. Genau hier. Da kann ich dann nämlich. Och Mann, ey, wo ist diese Säge? Oh, bin ich jetzt zu doof oder was? Also die Säge nicht finde oder was? Eieieiei. Wie immer, der Typ findet nichts. Habe ich noch einen Dolly? Hä? Was ist das? Lol. Da kann sie auch nicht dabei sein. Hä? Bin ich dumm? Irgendwo war die doch dabei. Ja, sag mal, gibt's das? Ja, da ist sie. Dann will ich mir diese hier nämlich holen. Die kann ich dann da, glaube ich, und hoffe ich mal, da anhängen. Ich kann es ja mal probieren. Ich hole mir die jetzt mal und dann hole ich mir noch das Fahrzeug dazu. Der war hier dabei. Hole ich mir den da. Gleich mal kurz ausprobieren. Oh, hört sich nicht schlecht an. Alter. Bewegt sich ganz schön zackig hier hin, ne? Ja. Geil. Ah, so gefällt mir das. So gefällt mir das, Freunde. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, geil. Also, dann würde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage hiermit bis zum nächsten Mal und ciao.